Wir sprechen heute ein bisschen über Contolino. Das wollen wir nun beginnen. Für uns ist Contolino eigentlich eine Kombination von der Elektronik, der Automatisierung und der IT. Also diese drei Welten kommen für uns hier bei Contolino zusammen. Gerade jetzt auch in dieser Zeit von diesem Schlagwort IoT, dieses Internet of Things, das hat natürlich noch viele andere Worte, Machine, also andere Bereiche, Machine to Machine oder auch eben diese Industrie 4.0, wie sie hier in Deutschland natürlich heißt. Und Contolino ist in der Hinsicht, dass das Ziel eigentlich von Contolino war es eben für diese IoT-Welt was bereitzustellen, und das soll so leicht sein, als wenn man einfach auf 1, 2, 3 zählt. In diesem IoT-Bereich ist man gegenwärtig ja vielen Problemen konfrontiert. Wir sehen da eben, dass zum Beispiel kein richtiger Standard etabliert ist in diesem IoT-Bereich. Dann vor allem, wenn man eben IoT sieht in dieser Verbindung mit der industriellen Automatisierung, sind oft die Preise für den IoT-Markt aus der industriellen Automatisierung sind einfach zu hoch. Die große Zurückhaltung haben wir von den Big Playern, also von Siemens und Co. Und was ich auch immer sehr stark mitbekomme, ist eben diese Frustration von jungen Ingenieuren, die dann nach der Schule, nach der Ausbildung eben in diesem neuen Umfeld dann eben Oldschool-Produkte verwenden müssen für eben junge Ideen. Und wir haben da uns eben meiner Meinung nach eine Lösung ausgedacht, und das ist eine Software Open Source Embedded Steuerung, was im Endeffekt Contolino in Anhang an diese Arduino Plattform eigentlich ist. Wir wollen damit eigentlich drei, für unsere Kunden drei Dinge vor allem lösen. Wir möchten einfach, Time to Market ist einfach ein Thema, also wir möchten Zeit sparen. Dadurch, dass es eben auf dieser Open-Source-Plattform schon tausende von Libraries von nicht nur tausenden, sondern zigtausenden von Leuten eben gibt. Also die Community ist ja sogar so, dass sie sich gegenseitig unterstützt, dass ich quasi meine Probleme hier in einem Forum online stelle und hier mindestens 20 Köpfe rauchen und mir dabei helfen, meine Probleme zu lösen. Und das ist auch das wird auch so so gemacht und wird auch so akzeptiert. Dann natürlich Geld sparen. Geld sparen kann ich natürlich durch diese eben meiner Meinung nach preisoptimierte Hardware, vor allem wenn man betrachtet, wenn man nicht den absoluten Preis betrachtet, sondern den Preis, den man die Ein- und Ausgänge oder das, die Power, die man bekommt im Verhältnis zum Preis, und eben ganz vorne sein. Wenn man quasi jetzt, man kann ja eigentlich sagen, dass das Arduino ist eben, diese Plattform und diese Welt ist bereit für diese IoT, Machine to Machine oder Industrie 4.0, für diese Projekte in dem Bereich. Zum Produkt selber, wir haben Contolino in unseren, in den ersten, diese drei Core-Module, wie ich es jetzt bezeichnen kann, also diese Kernstück-Module, haben wir eben die Mini, die Max und die Mega. Diese unterscheiden sich nur ganz leicht voneinander. Also wir haben bei der Mini haben wir als Hauptunterschied, sage ich jetzt mal, dass wir dort den selben Prozessor verwenden wie im Arduino Uno Board, also den Atmega 328. Bei der Maxi und der Mega, dort sitzt dann derselbe Prozessor drin. Das ist der 2560, dasselbe wie auf dem Arduino Mega Board. Von den Ein- und Ausgängen her steigert sich das natürlich von der Mini auf zur Mega, und dann auch aus Platzgründen haben wir dann erst bei der Maxi und der Mega dann auch den Platz vorhanden, um eine direkte Ethernet-Schnittstelle mit einzubauen. Diese ist realisiert, wie schon viele natürlich aus dem Pinout gesehen haben, mit dem für Arduino typischen WISnet 5100 Prozessor. Bei der Mini ist noch speziell, dass wir, weil wir auf diesem kleineren Atmel-Prozessor basiert, da sind wir limitiert in den, zum Beispiel in den SPI-Schnittstellen,
Hier haben wir einen Schalter, wo ich quasi den Realtime-Clock in allen drei Steuerungen, ist auch ein Realtime-Clock mit eingebaut, wo ich diesen Realtime-Clock auf den SPI, wirklich hardwaremäßig auf den SPI draufschalten kann oder runterschalten kann. Genau, um somit auch mindestens ein SPI-Schnittstelle am Pinheader dann auch frei zu haben. Bei der Max und der Mega, da haben wir auf dem Prozessor immer mehr SPI-Schnittstellen. Da ist auf jeden Fall immer eine Schnittstelle ist frei am Pinheader verfügbar und die anderen werden intern verwendet für die für den Realtime-Clock bzw. den Ethernet-Chip und bzw. für die, genau, RS485. Dann ein bisschen weiter, ein bisschen im Detail eben, wir haben also vom prinzipiellen Aufbau haben wir immer auf der untersten Ebene, also Controlino ist ein bisschen so auf drei Ebenen aufgeteilt, in der untersten Ebene haben wir eben natürlich unsere Spannungsversorgung. Hier steigert sich das immer mehr mit bei Mini, Maxi und Mega, hier haben wir wirklich je eine Klemme aus ampere-technischen Gründen, weil ja Klemmen auch ein gewisses Limit haben von den Ampere, die man anstecken kann, haben wir hier zwei, je zwei und hier je vier Klemmen. Die Eingangsspannung kann gewählt werden, also gewählt, also der User muss da gar nichts machen, sondern er steckt entweder 12 oder 24 Volt an, die Steuerung erkennt dann automatisch, ob 12 oder 24 Volt angeschlossen sind und signalisiert mir das eben mit einer grünen LED, wenn 12 Volt angeschlossen sind, die 24 Volt sind dann die LED auf orange, beziehungsweise wenn 24 Volt angeschlossen werden, dann ist das natürlich umgekehrt. Mit dieser LED signalisieren wir, dass die Steuerung auch wirklich erkannt hat, welche Spannung das anliegt, weil wir haben bei den Eingängen haben wir natürlich Spannungsteiler dahinter und die sind aber umschaltbar. Das bedeutet, je nachdem, welche Eingangsspannung ich anschließe, zum Beispiel 12 Volt, dann ist der, wie wir später dann auch sehen werden, dann ist ein Spannungsteiler dahinter, der mir auch eben diese 12 Volt genau auf meine Auflösung am Prozessor am AD-Wandler dann quasi umrechnet. Schließe ich 24 Volt an, habe ich trotzdem immer die, ich habe 12 oder 24 Volt, habe ich immer die komplette Auflösung an diesem AD-Wandler zur Verfügung. Man sollte schon, also das Betreiben von Controlino mit einer Voltzahl dazwischen ist nicht gewünscht, sage ich jetzt mal, aber das ist auch standardmäßig eben so verfügbar, sage ich jetzt mal, man kriegt ja 12 Volt oder 24 Volt Netzteile, wir leben ja in dieser relativ fixierten Spannungsbereichen und in der Mitte drin weiß im Endeffekt die Schalter gar nicht, haben wir 12 oder 24 Volt drum, also wir geben schon einen gewissen Range an Spannungsversorgung an, die man anschließen sollte. Eben. Dann weiter auf der unteren Ebene haben wir die Relais. Die sind bei der Mini haben wir hier 6 Relais, bei der Maxi 10 und bei der Mega haben wir 16 Relais. Die sind alle in jeder Steuerung gleich. Das sind ganz normale Standard, in Anführungszeichen Standard-Relais, die eben bis 230 Volt, auch, also 250 Volt eigentlich dann auch schalten. Und das mit einer Amperezahl von 6 Ampere. Dann auf der mittleren Ebene, da haben wir, gehen wir auf die Seite, wir haben eben diese Eingänge, die typisch für Arduino eben eher, die meisten, wir haben hier vor allem die analogen Eingänge hingeschaltet, weil natürlich Arduino es ja zulässt, dass man auch in der Programmierung dann die Pins, also die Eingänge als analog oder auch digital verwendet. Und deswegen natürlich haben wir die analogen dafür verwendet. Spezieller sind dann noch, bei jeder Steuerung sind 2 interruptfähige Eingänge, die wir draufgeschaltet haben. Ja, zu den Eingängen ist noch zu sagen, das sind natürlich, weil sie eben analog und digital sind, nicht
ob da ein Koppler entkoppelt sind, sondern dass sie über einen Spannungsteiler und natürlich einem EFD-Schutz dann aber auch direkt am Prozessor hängen. Dann haben wir bei der Max und der Mega haben wir hier natürlich noch die RSG85-Schnittstelle. Auf der oberen Seite haben wir unsere Ausgänge. Die sind, wie wir sehen können, die sind dann auch markiert, welche Ausgänge hier eine Pulsweitenmodulation möglich ist. Die sind bei der Mini und bei der Maxi einheitlich realisiert durch, das werden wir auch später dann auch noch im Detail sehen, durch High-Side-Switches. Und bei der Mega haben wir eben die ersten 12 sind realisiert mit Halbbrücken und dann die zweiten 12 sind dann eben auch wiederum dieselben High-Side-Switches wie davor. Obenauf haben wir natürlich unsere LED, also die Signal-LEDs, wo ich dann auch den Zustand des Ein- und Ausgangs sehe. Wir haben noch eine Overload-LED. Diese ist einfach, da wird wirklich die innere Temperatur an Bord, an den verschiedenen Boards gemessen. Sollte das überschritten werden, wird erstens der Strom reguliert und zweitens sehe ich das auch an dieser Overload-LED. Ist auch vom Prozessor abgreifbar, das werde ich dann nachher noch näher beschreiben. Und wir haben natürlich den Reset-Button mit auch einer Reset-LED. Typisch für Arduino haben wir natürlich unsere USB-Schnittstelle und eben bei Maxi und Mega haben wir eine Ethernet-Schnittstelle. Und ganz speziell eben noch hervorzuheben sind eben diese Pinheader-Stecker hier, diese mehrpoligen. Da werde ich auch nachher nochmal ganz genau drauf eingehen, was wir hier haben, aber jetzt kurz. Wir haben ja eigentlich alle Pins, die wir unten verwenden, also alle Ein- und Ausgänge, die wir unten verwenden, haben wir immer hier auch als im 5 Volt DTL-Level-Bereich haben wir das hier auch zur Verfügung. Was natürlich uns dann ermöglicht, eben SPI-Schnittstelle I²C und RS232 direkt hier abzugreifen. Gut, ganz kurz zur Installation. Wir haben auf unserer Homepage, mittlerweile gibt es einen Download-Bereich, wo man unser Plugin quasi herunterladen kann. Dazu möchte ich auch alle animieren. Das ist wirklich der einfachste Weg, dann Ihr Controlino dann auch zu verwenden. Ich habe hier einfach ein Beispiel gemacht. Ich habe bei mir installiert die Arduino 1.6.4. Wenn ihr dann dieses Plugin eben aufrufen wird, also wichtig ist auch zu sagen, dass man bitte als Administrator ausführen, damit auch alles ordentlich installiert werden kann. Dann kommen wir in eine Sprachauswahl, das kann ja jeder selber dann einsetzen. Und wie gesagt, das Plugin erkennt, welche Variante, welche Version von Arduino installiert ist und macht eben die Installation dann richtig für diese Arduino-Variante, die eingestellt ist. Hier klicken wir natürlich auf Akzeptieren. Wohin muss jeder selber wissen. Und dann wurde das auch erfolgreich installiert. Und wenn wir dann wieder unsere Arduino-IDE starten, dann können wir eben als Platine quasi auch unsere Controlino-Familie hier auswählen. Auch etwas, was mit installiert wird, ist ein Beispiel. Man findet dann auch ganz unten eben ein Beispiel von Controlino. Wir werden sukzessive eben auch dann mehr Beispiele implementieren in dieses Plugin. Also es ist immer nicht schlecht, wenn man sich dann auch mal schaut, ist das mein Ding am neuesten Stand. Wir werden aber diese Beispielprogramme dann natürlich auch bei uns auf der Homepage zur Verfügung stellen. Ganz wichtig, es gibt eben diese Library, diese Controlino-Library, die man mit einbinden sollte in sein Programm, wenn man es nicht schon hier über zum Beispiel macht. Dann kann man auch wirklich, wenn alles ordentlich installiert wurde, kann man wirklich diese
Bezeichnungen, wie wir sie ja beim Controllino haben. Das heißt also, wir haben hier unseren zum Beispiel den Ausgang G0 oder einen Eingang A0 und wir können im Programm einfach das bezeichnen als Controllino, underline D0, A0 oder D8, je nachdem. Und bei den Relais natürlich R8 und dann bin ich direkt beim Relais, das ich hier ansprechen möchte. So, jetzt kommen wir eigentlich zum prinzipiellen Aufbau von Controllino. Sie haben ja gesehen, wir haben auf der Homepage, können Sie diese Pinouts herunterladen. Da sind wirklich alle, also meiner Meinung nach, alle Informationen drauf, die man so braucht, um zu verstehen, wie ist das Ganze auch ein bisschen verschaltet. Wir haben prinzipiell ist es so, dass wir die Funktionalität, die Controllino gibt, hier beschreiben. Dann haben wir auch für diejenigen, die zum Beispiel jetzt nicht die Arduino Idee verwenden, die zum Beispiel einen Prozessor auch direkt programmieren wollen, auch immer die Port-Bezeichnung bzw. den PIN des Prozessors, der hier anliegt. Und auch eben für solche, die zum Beispiel jetzt, man kann Controllino auch programmieren, indem ich, dass ich zum Beispiel in Arduino IDE ein Arduino Uno Board zum Beispiel wähle, dann habe ich hier noch die originale Arduino-Bezeichnung auch noch zur Verfügung. Jetzt möchte ich ganz speziell kurz auf diesen Pin-Header auch eingehen. Da ist es so, dass wenn wir uns das Arduino-Board betrachten, zum Beispiel hier am Beispiel Arduino Uno, dann haben wir eben, wir haben ja auch, also typischerweise haben wir beim Arduino-Board eigentlich nur sozusagen Pins, die wir anstecken können an einer Steckerleiste. Und diese Pins an unserem Pin-Header entsprechen eben zu 100% auch wieder den Pins, die ich am Arduino-Board finde. Das bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, als dass ich, wenn ich eine Controllino-Steuerung kaufe, ich eigentlich auch ein 1:1 ein Arduino-Board hier an diesem Stecker zur Verfügung habe. Auch genau gleich auf diesem 5-Volt-Level, was ich hier am Arduino-Board habe. Der einzige Unterschied, dass die Eingänge und Ausgänge beim Arduino-Board ja direkt vom Prozessor auf den Pin geführt sind. Bei uns haben wir natürlich mehr drinnen. Zum einen haben wir einen sehr starken ESD-Schutz, also der ist wirklich bis 4 bzw. 8000 Volt geschützt. Und wir haben bei dem Arduino-Board ist es ja so, dass die Pins wirklich, wenn man sie nicht mit den Pulldowns, die internen Pulldowns des Prozessors irgendwie in eine Richtung zieht, dann hängen die wirklich in der Luft. Und wir haben natürlich an unseren Eingängen, die sind natürlich auf Massepotenzial, glaube ich, um die 100 Kiloohm auf Masse gezogen. Genau, das ist so ein bisschen so der Unterschied. Gut. Der prinzipielle Aufbau auch jetzt innen betrachtet, ist es so, dass wir bei den Inputs, wir haben ja unsere Schraubklemme, da kommen wir eben mit 12 oder 24 Volt als Beispiel, kommen wir rein, je nachdem, wie dieser Spannungsteiler, eben die Eingangsspannung angelegt ist, habe ich eben einen Spannungsteiler, der mir das runterteilt und dann über, natürlich, weil ich hier weil das nur über einen Spannungsteiler geht, hier auch nochmal einen ESD-Schutz vor dem Prozessor. Dasselbe geht natürlich auch vom Pin-Header. Hier kann ich zum Beispiel irgendwas anschließen, was im 5-Volt-Bereich funktioniert. Auch wieder ESD-Schutz, Vorwiderstand, der mir dann auch wieder auf den Prozessor-Pin führt. Das Ganze ist aber auch, man muss sich dazu sagen, weil jetzt die Pfeile in diese Richtung zeigen, ist prinzipiell auch in die andere Richtung möglich. Das heißt also, ich kann natürlich auch einen
Analog 4 Input zum Beispiel, wenn ich ein Gerät am Pinstecker, am Pinheader anstecke, zum Beispiel ein Shield oder irgendwas, dann kann ich das natürlich auch in diese Richtung treiben. Ich kann den Analog-Pin als Output verwenden und dann kann ich halt hier an den Pinheader mit A5 zum Beispiel, kann ich halt 5 Volt schalten und walten. Bei den Digital Outputs ist es ähnlich, nur umgekehrt. Wir haben also hier wieder den Prozessor-Pin mit dem Schutz dieses Pins und dann geht das eben auf den High-Side-Switch bzw. die Halbbrücke und dann wiederum auf die Schaltkerne. Das Ganze mit High-Side-Switch bzw. H-Brücke, ich schalte hier wirklich V-In, also was auch immer dann an V-In anliegt, das schalte ich im Endeffekt nach draußen. Und dieser, unter Anführungszeichen, Ausgang geht dann eben auch wieder auf den Pinheader. Und auch hier gilt wiederum dasselbe, jetzt bezogen auf den Pinheader kann ich natürlich auch einen Ausgang, der am Pinheader sitzt, kann ich auch ein Signal drauflegen und zum Beispiel den Arduino, den Prozessor-Pin als Input verwenden. Und könnte zum Beispiel, wenn mir mein Add-on-Shield oder meine irgendeine andere Anwendung mir hier ein Signal bringt, dann konnte ich natürlich auch den Prozessor hier als Input verwenden, als Status zum Beispiel Anzeige oder als in der Weiterverwendung, beziehungsweise und dann eben über den Pinheader meine starken Ausgänge wie den High-Side-Switch oder H-Brücke könnte ich dann treiben. Also wir haben hier geschaut, dass natürlich die Flexibilität hoch 3 besteht, also dass immer noch alles möglich ist, was man sich so an Ideen aufbaut. Bei den Relais ist es einfach gleich, hier ist der Aufbau gleich, nur anstatt dem High-Side-Switch sitzt hier das Relais und auch hier gilt natürlich wieder, ich kann das Relais intern im Controlino, könnte ich theoretisch über den Pinheader auch schalten und den Prozessor in gewisser Hinsicht ignorieren. So, ein Thema, was noch wichtig ist, wir haben natürlich gerade beim Maxi und Mega sind ja irgendwo, wir wollten eigentlich so viel wie möglich natürlich der originalen Pins vom Prozessor für die originalen Verwendungen, die am Arduino Board benutzen. Und deswegen haben wir natürlich versucht, oder mussten wir Pins am Mega 2560, die nicht in der Arduino-Welt nicht verwendet wurden, für interne Zwecke verwenden. Das ist vor allem auch bei den High-Side-Switches, bei der Mega ist das so, dass wir hier die letzten 4 Ausgänge, die werden man sieht das mit Strich, also ist kein original Arduino-Pin vorhanden. Das sind einfach Pins, die am Prozessor liegen, die ich eben über eine Port-Manipulation halt eben ansteuern muss. Dasselbe gilt im Grunde genommen auch für das Enable oder Anschalten des Wissnet-Chips bzw. des Realtime-Clocks. Ich habe hier eben nicht Arduino-Pins, die hier meine Peripherie-Chips quasi an- und aus aktivieren oder nicht aktivieren. Wie funktioniert das? Wir haben hier auch ein Beispiel. Das Beispiel wird dann auch auf der Homepage zur Verfügung gestellt werden, jetzt gerade am Anfang. Wir müssen hier das Ganze halt eben machen über eine Board-Manipulation, wo wir jeden Pin am Prozessor ja einzeln ansteuern können. Gut, jetzt zum Schluss eigentlich noch. Was wird vor allem kommen? Ne, dass wir werden natürlich, Arduino ist so ihre Oberfläche, die man lieben kann, die man nicht lieben kann oder die man verwenden kann oder bleiben lassen kann. Wir werden auch in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen werden wir mehr Tools zur Verfügung stellen,
Wir werden ein Tool haben für die visuelle Programmierung von Controlino. Dann ein Tool für eine wirkliche Realtime-Programmierung des Controlinos. Auch, das ist jetzt auch ein bisschen ein Programmiertool für die Oldschool-Leute. Wir werden auch ein Tool haben, aber auch immer noch gefragt, also ich kriege da immer wieder Anfragen, gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze eben über einen Kontaktplan zu programmieren? Und ja, es wird eine spezielle Software geben, auf Controlino natürlich zugeschnitten, womit ich dann das Ganze auch einfach simpel mit Kontaktplan programmieren kann. Und vor allem für die industrielle Automatisierung, für die wirklichen Profis, sage ich jetzt mal, wird es auch eine wirklich professionelle Programmiersprache geben, die wirklich, wo ich wirklich nach Norm, nach Industrienorm hier programmieren kann und mir eben programmtechnisch hier auf der sicheren Seite bin. Denn natürlich, man muss dazu sagen, Arduino oder auch jetzt Controlino, wenn man das programmiert, man muss schon wissen, was man macht. Also in einer industriellen Applikation, die auch ein gewisses Gefahrenpotenzial hat, muss man wissen, weil man ja nichts, wie soll ich sagen, im Controlino ist ja außerdem bei Auslieferung, außerdem Bootloader für die Arduino-Welt ist ja nichts oben. Nicht? Also alles, ich bin dafür selber verantwortlich und alles, was ich hier programmiere, da muss ich schon wissen, was ich mache. Nicht? Also natürlich, wenn ich hier eine LED oder eine Lampe ein- und ausschalte, ist das wahrscheinlich nicht so tragisch. Aber wenn hier Verriegelungen und wirklich Motoren dann getrieben werden, die auch ein gewisses Verletzungspotenzial haben, ich muss wissen, was ich tue. Was bringt uns noch die Zukunft? Wir sind jetzt eben, wir schießen jetzt gerade unsere drei Core-Module raus. Was kommen wird? Eben für spezielle Anwendungen. Wir haben uns am Anfang ja überlegt, was packen wir alles in unsere Controlino-Module hinein, haben dann einen gewissen Stand. Also ich bin der Meinung, dass wir eh relativ viel mit reingepackt haben, was halt ging, im Grunde genommen, auch für die großen Verhältnisse, die wir haben. Aber irgendwann musste man sagen, stopp. Und vor allem auch, weil es ja das Speziellere, jeder so seine spezielle Anwendung hat und wir werden eben diese speziellen Anforderungen wie Funk, spezielle Schnittstellen, also dieses Modbus, CAN-Bus und so weiter, also die ganzen auch industriellen Sachen, zusätzliche IOs. Ich meine, der eine hat wahrscheinlich den Bedarf von extrem vielen Inputs, aber er braucht keine Outputs. Und da sind wir bei den, ich sage jetzt mal, bei den Core-Modulen sind wir einen Mittelweg gegangen und alles, was jetzt zusätzlich an Anforderungen kommt, möchten wir realisieren durch solche Add-on-Module, die man dann eben wiederum über einen Pinheader miteinander verbinden kann und das wirklich auf eine intelligente Art und Weise, zum Beispiel über die IQAC oder über die SPI-Schnittstelle, die ich dort zur Verfügung habe, möchten wir dann diese Zusatzmodule dann eben verbinden. Also wenn es da in gewisser Hinsicht auch ein bisschen einen Input, wir sind immer froh über Input, wir haben uns zwar jetzt schon ein bisschen fixiert auf die Zusatzmodule, die kommen, aber wenn jetzt natürlich irgendjemand hier eine spezielle Idee hat, dann werden wir die natürlich sicher auch in Erwägung ziehen. Was es geben wird, sind weitere Controlino-Varianten, die sich natürlich auskennen, die wissen natürlich, dass Controlino aufbaut auf eben diese 8-Bit-Atmel-Prozessoren, die natürlich ein gewisses Leistungsspektrum haben und dann ist irgendwann mal Feierabend. Gerade die Arduino-Welt, die gibt ja auch noch Prozessoren her, die mehr Leistung haben und auf denen werden wir auch eben unsere weiteren Module dann aufbauen, wo dann wirklich ein bisschen mehr Schmalz dahinter ist. Und es wird natürlich auch, vor allem auf der Homepage, wird mehr Programmbeispiele geben. Wir möchten also hier wirklich eine Plattform schaffen, ähnlich wie der auf Arduino, wo man wirklich eine richtige Auswahl an wirklich von uns auch selber dann geprüften Softwareteilen oder also ganzen Softwarepaketen oder Softwareteilen, Beispielprogrammen dann auch einsetzen kann. Ja, im Grunde genommen war es das jetzt von mir, wenn noch Fragen sind.